Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 4 und einem neuen Speedbuild. Wir haben hier ein Gemeinschaftsgrundstück in Willow Creek vor uns und ich muss gleich vorneweg warnen, dass zwischendrin gewisse Teile fehlen werden. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber irgendwann hat mein Aufnahmeprogramm in der Mitte abgebrochen und ich hatte dann eigentlich nur mehr einen schwarzen Bildschirm, wenn ich mir das Video, also wenn ich mir dann die Videodateien angeschaut habe. Und dementsprechend ist das ein bisschen ungünstig gelaufen, leider. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem genug, also, ja, wobei, ich weiß ja, dass wir genug Footage an sich haben. Aber so gibt es eben zwischendrin vielleicht einen oder anderen Sprung. Wir bauen hier ein Wellness Center, beziehungsweise ein Wellness Center und Fitness Center in Willow Creek. Und ich muss sagen, Gemeinschaftsgrundstücke in Willow Creek finde ich, glaube ich, mitunter am schwierigsten. Ich weiß nicht, ich habe so das große Problem, dass die Dächer... Also ich orientiere mich ganz gerne immer, wenn ich hier Gemeinschaftsgrundstücke baue, wie die Umgebung so aussieht, außer in Newcrest, da werde ich das, glaube ich, generell ein bisschen moderner gestalten. Aber ansonsten orientiere ich mich ganz gerne an der Umgebung und irgendwie wirken alle Sachen in Willow Creek so unglaublich langweilig, wenn es um die Gestaltung der Dächer geht und deswegen fällt es mir richtig, richtig schwer, das ganz okay zu machen, aber ich muss auch sagen, dass mir an sich der gute Spielbarkeit eigentlich ein bisschen wichtiger ist als Ästhetik und deswegen werde ich das einfach mal ganz frech als eine Ausrede verwenden. Ich habe mich schon bemüht, dass es an sich hübsch dekoriert ist und dass man da auch gerne hingeht, aber ich wollte eben nicht allzu viel von dem Spielerlebnis sozusagen opfern. Weil mich stört es zum Beispiel, ich habe mir mal ein richtig schönes Wellness Center an sich runtergeladen und da hatte ich das Problem, dass es unmöglich spielbar war. Es war nämlich so riesig, dass meine Sims gefühlte 3 Jahre gebraucht haben, bis sie irgendwo mal bei einem Yogakurs waren. Und es gab dann im ganzen Gebäude nur 2 Toiletten, obwohl aber unzählige Sims dort waren. Und da hat meine Sim auch nie duschen können, weil es nämlich eh nicht wenig Duschen gab und ja, und dann war noch irgendwie das mit den Badewannen ganz komisch, dass mein Sim die ganze Zeit richtig peinlich berührt war, weil er nicht baden wollte, weil er noch irgendwelche anderen Menschen waren und das hat das Spielerlebnis nicht so toll gemacht. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, vor allem eben auf gute Spielmechanik Wert zu legen und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also ich habe jetzt das Wellness Center schon ein bisschen getestet und es hat richtig gut eigentlich geklappt. Wir haben unten so einen Umkleidebereich, Spa-Bereich und einen Saunabereich mehr oder weniger. Wir haben ausreichend Toiletten, also sollte jederzeit jeder auf die Toilette gehen können. Ich habe das auch einfach unisex gelassen, das heißt, ja, jeder kann auf die Toiletten gehen, wenn er denn möchte. Und der Umkleideraum ist an sich auch unisex. Also ich stelle mir das irgendwie vor wie in einer Therme, also in so einem Thermalbad. Da hast du ja auch keine extra Umkleidebereiche, sondern einfach so einen großen Raum, wo man sich dann theoretisch umzieht. Und ich habe jetzt keine Umkleidekabinen extra, aber sowas haben wir bei Sims auch nicht wirklich. Und man könnte ja theoretisch hier zum Beispiel in diese einzelnen Duschbereiche gehen, wenn man sich denn extra umziehen möchte, also zumindest wenn man das so ein bisschen realistischer gestalten will theoretisch, dann kann man das dort bei den Duschen machen, was ja sowieso relativ gut ist, weil dann duschen die sich dort ab und dann sind sie entsprechend wieder eigentlich in ihrer Alltagskleidung. Das habe ich dann gleich verbunden. Ich wollte auch unbedingt so einen Badebereich mehr oder weniger, aber ich war nicht mehr sicher, wo ich den richtig anbauen wollte. Und ich wollte keine ewig langen Gänge haben, weil ich finde die immer ein bisschen schwierig zu dekorieren. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich so Schlammbäder und so weiter hier unten direkt mitmachen lasse. Ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber so könnte man sagen, dass das eben direkt irgendwie im Service inkludiert ist. Ich habe das einfach aus Platzgründen gemacht und da habe ich ein bisschen auf den eigentlichen Realismus dann verzichtet. Sauna gibt es auch unten, da habe ich dafür eben 2 untergebracht und damit ich eben einen vernünftigen Badebereich und so weiter eigentlich zusammenbekommen hätte müssen, können, wollen, hätte ich eben diesen Gang noch ein bisschen vergrößern müssen oder auf einige Spind verzichten und ja, das wollte ich eben nicht, deswegen habe ich es jetzt so gelöst und ich finde es eigentlich auch ganz okay, also ich mag die Lösung. Dann haben wir überall immer wieder solche Sitzgelegenheiten, so ein paar Bänke und ja, simple Dekoration im Grunde, denn ich finde, bei Gemeinschaftsgrundstücken muss man jetzt nicht unbedingt übertreiben. Ich habe an sich jetzt nicht auf gewisse Packs
Rücksicht genommen, aber man kann sich vermutlich schon denken, dass fast alles eigentlich von Wellness Pack kommt. Ich meine, es ist ja auch ein Wellness Center an sich, aber man kann auch ganz gut Sport betreiben und ich mag das auch eigentlich ganz gerne, dass es außen so, ja, rustikal eigentlich wirkt, also eben, dass das in die Umgebung von Willow Creek passt, aber innen wurde es eben ziemlich modern eigentlich eingerichtet und auch renoviert und das passt eigentlich ganz gut in meine Ästhetik. In meinem Safe-File, also da wird das Gebäude eben auch drin sein, für das habe ich das im Endeffekt auch gebaut. Im Safe-File habe ich eigentlich vorgehabt, dass ich aus diesem Gebäude hier so eine Art, wie heißt denn das eigentlich? Dingens. Wie heißt das? Aus dem Gebäude einen Clubtreffenpunkt, also so ein Clubtreffen mache, denn ich kann mir vorstellen, dass jemand wie zum Beispiel Bella Grusel oder so, dass die vielleicht in so einem Yoga-Club dann mehr oder weniger ist. Ich meine, sie ist ja an sich im Safe-Fall eine Geheimagentin, das heißt, sie müsste auch ein bisschen Sport treiben, aber vielleicht ist sie ja in einem Yoga-Club mit einigen Freunden aus der High Society unterwegs und dass ich dann einen Club machen werde, der sich dann regelmäßig vielleicht hier in Willow Creek in diesem Wellness Center trifft. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz interessante Variante. Ich werde auch, glaube ich, hier noch irgendwo so einen weitere Hybridform von Wellness Center und Fitnessstudio unterbringen, damit die Sims dort sich eben aufhalten können. Vielleicht mache ich da dann einfach nur so eine Mischung, also eigentlich nur ein Yoga-Studio und ein Fitnessstudio und das meinst dann als Fitnessstudio laufen lassen, damit auch diese Fitnesscoach-Leute da erscheinen. Aber da muss ich noch genauer schauen, was ich dann machen werde. Ich habe auch eine Anfrage bekommen, beziehungsweise ich habe einfach gefragt, was für Gemeinschaftsgrundstücke man gerne hätte. Und dann wurde auch nach einem Spielplatz gefragt, also so ein Kinderspielparadies, vielleicht auch einfach ein Treffpunkt von Kindern. An sich, finde ich, kann man Kinderspielplatz-Dinger ganz gut im Park ansiedeln, aber vielleicht mache ich so eine kleine Mischung draus. Ich weiß gerade nicht, ob man Playdates für Kinder an sich in einem Museum stattfinden lassen kann, aber ich habe mir gedacht, dass ich so eine Art Erlebnismuseum für Kinder baue, also jetzt nicht nur für Kinder, aber dass das eben schon auch Kinder, also vor allem eben Kindersachen dort sind. Und dass es so eine Art eben Kinderausstellung extra gibt, aber man auch normal ins Museum gehen kann. Es wäre dann eben so ein wissenschaftliches Ding, wo dann zum Beispiel auch ein Observatorium oben ist. Da habe ich mir gedacht, kann man vielleicht so eine richtig coole Kuppel mit Glas und so bauen. Da muss ich noch schauen, wie das genau funktionieren wird. Und ja, das war so ein bisschen mein Gedanke, wo man dann vielleicht auch, also im selben Gebäude, ich mache ja gerne multifunktionale Gemeinschaftsgrundstücke und an sich so eine Kita gibt es ja als Grundstücksmerkmal nicht. Dementsprechend werden sich da auch schwer Kinder aufhalten können. Und ich finde dann eben die Begründung ganz gut, wenn du dem ganzen Kinderparadies als großes Dings gibst, dass dann eben Kinder dort auftauchen, Kinder Spaß haben und ja, dass man das dann vielleicht so ganz gut einfädeln kann. Und vielleicht gebe ich dann auch noch das, also mache ich daraus einen Treffpunkt für eine Gruppe. Ich werde das auf jeden Fall aber auch bei einem Park machen, wo ich dann vielleicht so ein cooles Baumhaus versuchen werde. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, ich habe nämlich von Kate Emerald ein Video dazu gesehen, weil wir jetzt konfigurable Stufen, Treppen bekommen haben. Jedenfalls gibt es ja die Möglichkeit, dass man im Grunde mit ein bisschen Tricksen eigentlich eine Wendeltreppe machen kann. Und ich habe da ein Video von Kate Emerald gesehen, wie sie um das so herumgebastelt hat. Und ich habe eben gedacht, dass das richtig cool wäre, wenn man da vielleicht so eine Art cooles Clubbaumhaus bauen könnte. Also ist für Kinder sicher ziemlich interessant. Und das würde ich dann eben in so einem Baum unterbringen. Und da wir ja durch diesen neuen Cheat, also durch diesen Live-Added-Object-Cheat, einige neue Objekte bekommen haben, beziehungsweise dass die Objekte freigeschalten worden sind, habe ich mir gedacht, dass da vielleicht gerade so diese Sachen, die so in Granite Falls unterwegs sind, sich dafür eignen könnten, dass man da eben ein schönes Baumhaus drumherum baut. Und dann eben die Treppe wäre so eine Art Wendeltreppe mehr oder weniger, was auch ziemlich cool wäre, denn dann würde man sich definitiv sehr viel Platz sparen, als wenn jetzt eine Treppe über das ganze Gebäude sozusagen geht.
also über das ganze Grundstück. Das war eben so ein bisschen mein Hintergrundgedanke und ich hoffe, dass sich der auf jeden Fall umsetzen lassen wird. Ich weiß noch nicht, bei welchem Park ich das genau mache. Kann sogar sein, dass ich vielleicht in Willow Creek angehe. Ich habe ja schon mal einen romantischen Park an sich gebaut für Willow Creek. Den werde ich aber wahrscheinlich nicht in den Save-File reinnehmen. Ich habe auch ein paar andere Ideen für gewisse Hochzeitslocations. Ich werde das vielleicht auch als Lounge oder so dann teilweise ansiedeln. Aber ja, da muss ich einfach noch mal schauen. Ich finde das an sich eben ganz cool, wenn man eine Hochzeit auf so einem großen Grundstück macht. Aber also wenn man eben einfach viele Möglichkeiten hat, sich zu bewegen etc. Aber ich glaube, es fehlt mir trotzdem was. Und ich habe dann so den Gedanken bekommen, dass es vielleicht relativ cool wäre, wenn ich mir so ein kleines Grundstück suche, weil das einfach bei den Hochzeiten auch ein bisschen komprimierter sind. Die Leute tanzen vielleicht dann auch eher miteinander und unterhalten sich auch besser, als wenn jetzt die alle so auf einem riesigen Grundstück verstreut sind. Aber ja, da muss ich eben noch erst schauen, wie gut das dann am Ende wirklich funktioniert. Wir sind jetzt mittlerweile schon in diesem länglichen Raum. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Plan, was ich in diesem Raum machen sollte. Bis Martin mir den Vorschlag gegeben hat, mach doch einfach eine Art Lounge daraus, also mit Bar und so weiter. Und das war im Endeffekt eine ganz coole Idee. Ich hatte anfangs das Problem, dass die Bar einfach zu groß war. Und dadurch konnte eigentlich niemand sich so in die Bar begeben. Und auf die Länge hin wäre das irgendwie auch seltsam gewesen, die Bar so zu platzieren. Dann habe ich aber die Idee gehabt, dass ich mir das einfach ein bisschen leichter mache und mir eine extra Tür mache, die sozusagen nur für Mitarbeiter ist. Und da können dann die Barkeeper ein- und ausgehen und der Rest bewegt sich eben durch die normale große Glastür. Ich habe auch eine Eismaschine untergebracht, das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust auf die Bar hat, kann man sich vielleicht auch ein Eis holen oder so. Wenn man das Pack nicht hat, ist das, glaube ich, nicht so tragisch, weil dann wird die Eismaschine eben einfach verschwinden. Und ansonsten habe ich, glaube ich, von coole Küchen-Accessoire-Dings eigentlich gar nichts. Man kann auch draußen sitzen und ein paar Drinks genießen. Ich habe auch auf den ganzen Bartischen sozusagen, die im Gebäude verteilt sind, überall diese Tabletts untergebracht, wo man sich dann Getränke machen kann. Und dementsprechend sollte hier eigentlich niemand verdursten müssen. Im Idealfall natürlich, wenn er sich gerade jetzt im Wellness Center so ein bisschen entspannt, Sport gemacht hat oder was auch immer. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei der Außengestaltung angelangt und dementsprechend neigt sich das Video auch dem Ende zu, weil hier nicht mehr allzu viel passieren wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass wir uns dann nächste Woche mit dem nächsten Speedbuild wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao!